Als Nächsten darf ich Herrn Pürsün von der FDP nach vorne bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Grüne und CDU schaffen die politische Partizipation der Ausländerinnen und Ausländer in Hessen ab. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag einen Dialog versprochen, und Sie liefern nicht. Ihr Gesetzentwurf ist daher eine Zumutung, und Sie wollen es gegen erheblichen Widerstand durchdrücken. Wir finden es sehr bedenklich, wie Grün in Hessen wirkt. Die sogenannte Option der Grünen, eine Schnapsidee, ist die faktische Abschaffung der Direktwahl von Ausländerbeiräten. Die kommunale Ebene kann heute schon Magistratskommissionen einrichten. Ob das sinnvoll ist, wird vor Ort entschieden. Niemand braucht dafür den grünen Vorschlag. Daneben ist das tatsächliche Agieren der Landesregierung im Umgang mit den Betroffenen mehr als bedenklich. So ist die Kommunikation mit den Ausländerbeiräten mangelhaft. Die Landesregierung vermeidet den Dialog und versucht, ihr Modell gegen Widerstände durchzusetzen. Die Abschaffung ist deshalb arrogant. Der eine oder andere in diesem Haus ist seinen Weg gegangen über Ausländerbeirat, Partei, Kommunalpolitik und dann in die Landespolitik. Er war damit vielleicht auch Vorbild für andere, auch in diesem Haus. Diesen Weg wollen Sie nun erschweren. Sie wollen den Menschen aufdrücken, was ihre Vorstellung von Partizipation ist, und ignorieren, was die Betroffenen denken. Dabei ist die Direktwahl die einzige Beteiligung für Menschen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union. Darüber hinaus ist das Thema Integration mitnichten ein Steckenpferd dieser Koalition. Inzwischen ist der Minister auch anwesend. Dies zeigte sich in der Vergangenheit bereits an vielen Beispielen sehr deutlich. Die Wertschätzung und die Bedeutung der Integration hat in dieser Landesregierung leider nicht den Stellenwert, den sie zu Zeiten unserer Regierungszeit hatte. Ja, also, ich glaube, das Lachen der Grünen hat sich jetzt selbst verraten. In diesem Haus gibt es da große Einigkeit, sicherlich auch bei der CDU. Für Sie spielt das keine Rolle. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen wartet seit 5 Jahren auf die Diskussion von Vorschlägen für eine Weiterentwicklung mit Ihnen. Von Ihnen kommt da nichts. Darüber hinaus sollte das Thema der Ausländerbeiräte in der letzten Integrationskonferenz von der Koalition eine halbe Stunde nach Beginn der Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt werden, und das, obwohl den Teilnehmern keine Unterlagen bereitgestellt wurden. Was haben die Experten gemacht? Sie haben protestiert, und sie haben es abgelehnt. Das ist Ihr Verständnis von Dialog, und die Experten machen da nicht mit. Wir müssen daher leider feststellen, dass sich die Landesregierung von der Koalition vor den Karren hat spannen lassen. Sie wollen es den Kommunen ermöglichen, missliebige Beiräte abschaffen zu können. Und die Ausführungen, die wir dazu jetzt bislang nur von der CDU und dann später auch von den Grünen hören werden, sind realitätsfern. Insgesamt ist der Landesregierung hinsichtlich ihres Vorgehens inhaltlich wie auch im persönlichen Umgang mit den Betroffenen ein arrogantes Verhalten und mangelnde Wertschätzung gegenüber den Ausländerbeiräten zu attestieren. Integration ist wichtig für unsere Gesellschaft, denn ohne Integration funktioniert sie nicht. Ich appelliere daher jetzt für die Beibehaltung des bisherigen Systems. Ich hoffe, dass die Landesregierung die mangelhafte Kommunikation und die fehlende Wertschätzung nicht länger aufrechterhält.
Es muss der Dialog mit den Betroffenen gesucht werden, und die politische Partizipation von Ausländern muss beibehalten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich nun der Fraktionsvorsitzende Herr Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf heute unsere innenpolitische Sprecherin Eva Goldbach vertreten. Sie ist erkrankt. Ich möchte mich ausdrücklich auch bei den Oppositionsfraktionen dafür bedanken, dass das von der Pairing-Regelung abgedeckt ist. Das ist ein guter Ausdruck von Kollegialität. Vielen Dank dafür. Dieser Gesetzentwurf hätte es verdient, auch für die vielen anderen Einzelregelungen jenseits der politischen Partizipation von Migrantinnen und Migranten einzugehen. Da sich die Debatte jetzt aber darauf zugespitzt hat, gehe ich darauf gerne ein und sage, die anderen Aspekte erörtern wir dann in der zweiten Lesung oder im Ausschuss. Ich will gerne darauf eingehen, was jetzt der Gegenstand der Debatte war, nämlich die politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten. Der erste Punkt ist die Frage des Dialogs und des Stils. Das haben wir ja oft in diesem Hause. Wenn die Opposition nicht über den Inhalt so richtig reden will, dann redet sie über den Stil. Ich kann Ihnen hier nur sagen, es ist schlicht und ergreifend falsch, dass wir nicht mit der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte geredet hätten. Wir haben das sehr intensiv getan. Wir tun das regelmäßig. Wir haben das auch im Vorfeld dieses Gesetzentwurfs getan. Nur, meine Damen und Herren, das Ergebnis eines Dialoges ist eben nicht immer, dass man einer Meinung ist. Das ist so. Wir sind in dieser Frage nicht einer Meinung, aber der Dialog wurde geführt. Wir können Ihnen das auch belegen. Wir haben das sogar im Wahlkampf gemacht. Ich habe sogar von der AGGA schriftlich, dass sie meine Äußerungen im Wahlkampf nicht gut fand. Also mehr Transparenz über das, was man vorhat, kann man nicht machen, meine Damen und Herren. Es geht in dieser Debatte nicht um die Frage, wollen wir mehr oder weniger Beteiligung von Migrantinnen und Migranten. Diese Frage ist mit diesem Gesetzentwurf eindeutig entschieden. Wir wollen mehr Beteiligung von Migrantinnen und Migranten. Und weil wir mehr Beteiligung wollen, wird durch diesen Gesetzentwurf sichergestellt, dass in jeder Kommune mit mehr als 1.000 ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern künftig es eine Vertretung und eine politische Partizipation der Migrantinnen und Migranten geben wird. Das ist eindeutig ein Mehr an politischer Beteiligung der Migrantinnen und Migranten. Es geht in dieser Debatte, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, auch nicht um die Frage, bist du für oder gegen Ausländerbeiräte. Denn mit diesem Gesetzentwurf stärken wir die Rechte der Ausländerbeiräte. Wir stärken sie in zwei ganz konkreten Punkten. Die Wahltermine werden zusammengelegt, eine langjährige Forderung der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen. Und wir regeln erstmals klar in der hessischen Gemeindeordnung, dass die Ausländerbeiräte ein Antragsrecht haben. Wir stärken also die Ausländerbeiräte mit diesem Gesetzentwurf. Es geht in der Debatte ausschließlich um die Frage. Herr Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ausschließlich um die Frage, wie ist der beste Weg, um die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten zu stärken? Darum geht es in dieser Debatte. Und wenn man diese Frage verantwortlich beantworten will, dann helfen eben nicht symbolische Debatten. Dann helfen eben nicht Debatten darüber, wie man sich die Realität der Partizipation von Migrantinnen und Migranten in Hessen wünscht, sondern man muss genau hinschauen, wie ist sie real und wie können wir sie durch geeignete Maßnahmen weiter verbessern. Darum muss es in dieser Debatte gehen. Und wenn wir uns diese Realität anschauen, dann gibt es sehr, sehr viele hervorragend arbeitende Ausländerbeiräte, deren Arbeit unverzichtbar ist und auf deren Arbeit auch kein Kommunalparlament verzichten wird, meine Damen und Herren. Das gehört zur Wirklichkeit, wenn man sich mit der Sache beschäftigt.
Und zu dieser Wirklichkeit gehört aber auch, dass in ein Drittel der Kommunen, die eigentlich einen Ausländerbeirat haben müssten, gar kein Ausländerbeirat zustande gekommen ist. Ja, und da kann man jetzt weiter symbolisch daherreden und sagen, wie man es sich gerne wünscht, oder man kann eine Antwort geben, wie auch in diesen Kommunen die Partizipation der Migrantinnen und Migranten sichergestellt wird. Und genau das machen wir mit diesem Gesetzentwurf. Und wenn man sich mit der Sache beschäftigt und nicht auf der symbolisch abstrakten Ebene hängen bleibt, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir teilweise Ausländerbeiräte haben in unseren Kommunen mit extrem niedriger Wahlbeteiligung. Und diese extrem niedrige Wahlbeteiligung führt dann dazu, dass die Legitimität der Leute, die in diesem Ausländerbeirat, sehr gering ist. Und es führt vor allem dazu, dass der Ausländerbeirat eben nicht die Pluralität, eben nicht die Vielfalt von Migrantinnen und Migranten in der Kommune abbildet. Und das ist doch ein Problem, auf das man reagieren muss, meine Damen und Herren, zumindest wenn man sich mit der Sache beschäftigt. Und deshalb haben wir diesen Vorschlag gemacht, wie wir die Beteiligungsmöglichkeiten von Migrantinnen und Migranten stärken können. Durch eine Stärkung der Ausländerbeiräte, durch das zusätzliche Instrument der Integrationskommission. Und, meine Damen und Herren, noch ein letzter Gedanke. Ich verstehe Ihr Misstrauen gegenüber der Entscheidung der kommunalen Parlamente nicht. Sie haben hier zum Ausdruck gebracht, dass das Optionsmodell zwischen Ausländerbeirat und Integrationskonferenz zu einer Abschaffung der Ausländerbeiräte führen wird. Ich glaube, die Gemeindeparlamente werden ganz anders entscheiden, als Sie das hier prophezeit haben, weil sie werden verantwortlich entscheiden. Sie werden sagen, wenn der Ausländerbeirat gute Arbeit macht, wenn er die Pluralität des migrantischen Lebens in einer Kommune widerspiegelt, dann werden wir natürlich an diesem Instrument festhalten. Und wenn er glaubt, dass das nicht gewährleistet ist, weil die Wahlbeteiligung eben so gering ist und weil die Pluralität nicht abgebildet ist, dann wird er sich um eine bessere Form der Beteiligung von Migrantinnen und Migranten bemühen. Ich kann für die GRÜNEN erklären, wir werden uns immer da, wo die Ausländerbeiräte funktionieren und eine Vertretung der Migrantinnen und Migranten ist, für die Beibehaltung der Ausländerbeiräte aussprechen. Und ich bin mir sicher, dass es CDU, FDP, SPD und LINKE in den kommunalen Parlamenten genauso halten werden. Deshalb trauen Sie Ihren eigenen Leuten in den Kommunalparlamenten bitte zu, eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Eine Kurzintervention. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Sönmez von den Linken gemeldet. Also zu inhaltlichem denke ich, haben alle Redner genug gesagt, aber ich will es noch einmal bestärken. Wir diskutieren gerne auch inhaltlich und haben auch Vorschläge eingebracht. Noch einmal zu Ihrem Einwurf, dass sehr viele Termine zustande gekommen sind und in Dialog getreten wurde mit der AGA zu Wahlkampfzeiten. Mag sein, dass Sie das da gemacht haben. Aber Herr Gülligan hat an der Jahresversammlung in Neu-Isenburg, ich sage es noch einmal, akribisch aufgezählt, wie oft die AGA versucht hat, mit der Landesregierung in Kontakt zu treten, um diesbezüglich ins Gespräch zu kommen. Und es ist kein Gespräch diesbezüglich zustande gekommen. Das wollte ich hier nur noch einmal deutlich machen. Ich meine, Sie sagen ja, die Integrationskommissionen haben dieselben Befugnisse und Rechte wie die Ausländerbeiräte, die meiner Meinung nach sowieso schon zu gering sind. Aber ich meine, warum nennen wir sie dann Integrationskommission und behalten den Namen Ausländerbeirat nicht bei? Was soll das? Sie wissen doch ganz genau, dass
Kommission kann eine jede Gemeinde sowieso schon errichten. Da brauchen Sie kein Gesetz dafür zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben Kommissionen hinter verschlossenen Türen tagen und nur das, was erwünscht ist vom Gemeindevorstand, tritt auch in die Öffentlichkeit. Das ist der Unterschied. Und Ausländerbeiräte sollten meiner Meinung nach, unserer Meinung nach sowieso mit mehr Befugnissen ausgestattet werden, sodass sie noch präsenter in der Öffentlichkeit sind und in Stadtparlamenten und Ausschüssen mehr Mitsprache und Mitbestimmungsrecht haben. Danke schön. Zu einer weiteren Kurzintervention hat sich Herr Turgut Yüksel von der SPD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Kollegen, lieber Herr Wagner, warum brauchen wir eine Gesetzänderung, wenn alle Gemeinden und Städte das Recht haben, eine Kommission ins Leben zu rufen? Ja, brauchen wir nicht zu verpflichten. Sie reden von Vertrauen. Und wir sollten auch die Stadtparlamente und Gemeindeparlamente vertrauen, dass sie eine Kommission ins Leben rufen können und dürfen. Das machen sie. In Frankfurt haben wir über 20 Jahre eine Integrationskommission. Fragen Sie bitte an Ihre Kollegen der Grünen und auch der CDU, auch der SPD, was hat diese Kommission in den letzten 20 Jahren getan und was hat gewirkt? Ich war auch da Mitglied. Wir sind zusammengekommen, haben geredet, haben Empfehlungen ausgesprochen, ist aber im Magistrat geblieben. Ohne kommunale Ausländervertretung hätte bestimmte Themen nicht in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. Die Kommission brauchen wir nicht hier beschließen, sondern es ist das Recht der jeder Kommune, eine Kommission einzurichten. Wenn Sie dann auch die Ausländerbeiräte loben, die auch gut arbeiten, fragen Sie bitte auch die, die bei der GRÜNEN sind, die bei diesem Ausländerbeiräte auch gut arbeiten, was sie von ihrem Modell halten. Danke schön. Zu einer Erwiderung darf ich Herrn Fraktionsvorsitzenden, Herrn Wagner von Bündnis 90 die GRÜNEN, nach vorne bitten. Die Kollegin der Linken hat noch einmal angesprochen die Frage der Dialoge. Vielleicht verständigen wir uns einfach darauf. Wir waren bei den Gesprächen von den Grünen dabei mit der AGA. Sie waren bei den Gesprächen, die wir mit der AGA geführt haben, nicht dabei. Damit ist eigentlich zur Frage Dialog alles gesagt. Und darüber müssen wir auch gar nicht streiten. Ich betone ausdrücklich noch einmal, Dialog bedeutet eben nicht, einer Meinung zu sein, sondern Dialog kann bedeuten, unterschiedlicher Meinung zu sein. Deshalb halte ich es für nicht sehr zielführend, über diese Frage weiter zu streiten, sondern über die Frage der Sache. Die Integrationskommission hat ausdrücklich die gleichen Rechte, wie sie der Ausländerbeirat hat. Ausdrücklich die gleichen Rechte. So haben wir das vorgesehen. Und jetzt bin ich ja dem Kollegen Yüksel dankbar, dass er in der zweiten Runde in die Sachdebatte eingestiegen ist und in die Frage Vertrauen in die kommunalen Parlamente. Und Sie sagen, warum führen Sie die Pflicht zu einer Integrationskommission ein? Die Frage der Integrationskommission ein? Ja, und überlassen das nicht den Kommunen. Weil wir sagen, die Frage, dass es eine Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten gibt, das darf nicht die Frage sein. Die einzige Frage ist, wie wird die Repräsentanz entschieden? Und jetzt müssen Sie sich entscheiden. Entweder vertrauen Sie in die kommunalen Parlamente oder Sie tun es nicht. Aber Sie können nicht in Ihrem ersten Redebeitrag so rum argumentieren und im anderen Redebeitrag genau andersrum argumentieren. Das funktioniert, Herr Kollege Yüksel, nicht. Aber es gibt mir Gelegenheit, noch einmal hinzuweisen auf die zentrale Veränderung und auf die zentrale Stärkung der Partizipation von Migrantinnen und Migranten, nämlich dass es künftig
in jeder Kommune mit mehr als 1.000 ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Vertretung und eine Repräsentanz der Migrantinnen und Migranten geben wird. Das gab es bislang nicht. Das ist eine Verbesserung und nicht eine Verschlechterung, meine Damen und Herren. Für die FDP hat sich noch einmal Herr Pürsün zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Kollege Pürsün geht immer sehr sorgfältig mit seiner Redezeit um. Und da er ja weiß, da er schon wusste, was der Kollege Wagner sagen wird, habe ich bis doch, das war genau in meinem Erwartungsfeld. Das ist, das kriegen Sie schon alleine hin mit Ihrem Stab. Also für die GRÜNEN ist ja so die erste und zweite Gewalt dann häufig mal vermischt. Sie sind ja nicht die Landesregierung. Und hier wird ja auch kritisiert, dass es den Dialog mit der Landesregierung nicht gibt. Jetzt haben Sie gesagt, genau, und dann haben Sie auch noch gezeigt, wie der Dialog mit GRÜNEN aussieht, wie aggressiv der ist, dass da keiner Lust hat, mit Ihnen zu reden oder nach dem Gespräch das nicht als Dialog empfunden hat, ist, glaube ich, auch relativ deutlich. Herr Wagner, Sie haben gerade eben eigentlich deutlich gemacht mit Ihrem Gesetzentwurf, dass Ihnen die Wahlergebnisse von KV-Wahlen, von Ausländerbeiratswahlen nicht gefallen und dass Sie gerne selber das Wahlergebnis an den Teilen beeinflussen wollen. Auch das zeigt Ihr Demokratieverständnis. Zum Antragsrecht muss man sagen, wir haben Ihnen vorgehalten, das ist realitätsfern, was Sie hier sagen und machen. In Frankfurt gibt es ein Antragsrecht, scheinen Sie nicht zu wissen. Anscheinend gibt es zu wenig Frankfurter Landtagsabgeordnete in Ihrer Fraktion. Und wenn das Ihr einziger Punkt wäre, dann hätten Sie es ja auch als einzigen Punkt in die Novelle einbringen können. Sie haben die Wahlbeteiligung angesprochen, auch die Zusammensetzung von Ausländerbeiräten. Auch da scheinen Sie das Frankfurter Beispiel nicht zu kennen. Da haben wir einen sehr aktiven Vorsitzenden des Ausländerbeirates. Und der geht zum Beispiel in Frankfurt in jede Community, auch in die kleinen Communities, die nichts davon wissen oder die sagen, wir sind so klein, wir haben da keine Chance, dass man dann eben nicht als ein Land eine Liste bildet, sondern zum Beispiel als ein gesamter Kontinent. Und das führt dazu, dass wir bei der letzten Wahl schon mehr Listen haben, und es wird auch dazu führen, dass wir bei der nächsten Wahl noch mehr Listen haben. Und das sind Beispiele, die sehr viel wichtiger sind als diese Hammermethode, die Sie hier anwenden. So, auch da wieder das Frankfurter Beispiel. Wenn man eine Kommission in Frankfurt gründen würde, dann hätte die 74 Mitglieder. Das erinnert dann eher so an Zentralratskomitee, Zentralkomitee. Aber das kann ja wohl keine arbeitsfähige Größe sein. Von daher ist ein Ausländerbeirat da in der bestehenden Form sehr viel sinnvoller. Wir sehen auch in der Diskussion hier, dass Grüne und CDU sich nicht einig sind. Und deswegen kann ich Sie nur, man merkt es auch an den Zwischenrufen und an den Kommentaren, da haben wir ein ganz, ganz gutes Ohr in Ihrer Nähe. Und von daher will ich wiederholen, dass Sie darauf eingehen sollten, was die FDP gesagt hat, ziehen Sie Ihren Entwurf zurück. Er hilft nicht, er ist schädlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine Punktlandung. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Innenminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin dem Kollegen Wagner sehr dankbar, dass er am Ende der Debatte noch einmal der Fraktion noch einmal sozusagen die wesentlichen Punkte noch einmal zusammengefasst hat, weil viele der Punkte, die hier in den Raum gestellt worden sind, stehen tatsächlich ansonsten, also was die Oppositionsabgeordneten hier vorgestellt haben, das steht in unserem Gesetz bzw. im Gesetz der Koalitionsfraktionen überhaupt nicht drin. Also, muss man diese Fremdelei mit den Kommunen, die verstehe ich hier ehrlich gesagt auch nicht, meine Damen und Herren. Ich verstehe die Fremdelei mit den Kommunen nicht. Was habe ich mir in diesem Plenarsaal im Hessischen Landtag und wie übrigens auch schon andere Kollegen schon zum Thema kommunale Selbstverwaltung, was haben wir uns hier schon anhören müssen, wie wir die möglicherweise sozusagen infrage stellen oder nicht weitgehend genug beachten, meine Damen und Herren? Hier
ist doch völlig klar, dass am Ende die Kommunen darüber entscheiden werden, wie sie, und das ist der entscheidende Punkt, wie sie die gesetzliche Vorgabe, dass wenn es 1000 Einwohner gibt mit ausländischer Herkunft, dass sie eine ausländerrechtliche Vertreter, Ausländervertretung sozusagen darstellen müssen, wie sie das bewerkstelligen wollen, wie sie glauben, dass in ihrer Kommune es am besten läuft. Das steht in diesem Gesetzentwurf drin, und ich finde, das kann man den Kommunen wirklich zumuten. Das werden die gut entscheiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist hier schon dargestellt worden, ein Abbau von Beteiligungsrechten ist mitnichten weder geplant noch steht das in dem Gesetz drin, sondern im Gegenteil. Es ist eher eine Stärkung der politischen Teilhabe, es ist eine Verbesserung der politischen Teilhabe. Es ist ja hier gerade eben in der Debatte schon deutlich geworden. Ich finde, der Punkt der Zusammenlegung mit den Wahlen für die Ausländerbeiratswahlen, die tatsächlich stattfinden, ich finde, das ist ein starker Punkt. Und zwar deswegen, weil wir damit deutlich machen, dass wir der Ausländerbeiratswahl ein bedeutendes Gewicht beimessen, weil wir nämlich sagen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern bei der Frage der Wahl der Vertretung der Ortsbeiräte, der Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung, an diesem Tag werden die Ausländerbeiräte, die noch bestimmt werden, werden gewählt. Und wissen Sie, woher ich das weiß? Nur zum Thema Dialog. Weil die AGA im hessischen Innenministerium vor einigen Monaten war und mir genau sozusagen diesen Punkt noch einmal wärmstens ans Herz gelegt hat. Wärmstens. Und deswegen nehmen wir ihn noch gerne auf. Ist doch prima, wenn die Koalitionsfraktionen genau das sozusagen auf Basis des Dialoges auch entsprechend aufnehmen. Also. Und wir kommen doch nicht umhin, uns über die Fakten mal kurz auseinanderzusetzen. Es ist ja hier schon die Frage der Wahlbeteiligung angedeutet worden. Wir hatten im Jahr 2015 119 Kommunen, die verpflichtet gewesen waren, Ausländerbeiratswahlen durchzuführen. In 43 davon, das ist doch jetzt keine Erfindung von irgendwem, sondern in 43 davon gab es gar keine Wahlvorschläge. Ich finde, auch in den 43 müssen wir zukünftig dafür Sorge tragen, dass es in irgendeiner Form eine Beteiligung von Ausländerinnen und Ausländern gibt. Das geht zukünftig. Wenn keine Wahlvorschläge da sind, dann wird das die Integrationskommission machen müssen, meine Damen und Herren. Und ich finde, beim Thema Wahl muss man auch mal eine Sekunde darüber nachdenken. Bei den 119, also 43 gar keinen Vorschlag, in 50 gab es nur einen Wahlvorschlag. Also, ich finde, über die Frage Wahl und Auswahl, finde ich, kann man doch, es ist doch kein Vorwurf, nur die Frage Wahl in den Vordergrund zu stellen, ist bei einer Frage, bei einem Thema, wo es einen Wahlvorschlag gibt, finde ich nicht sehr ausgeprägt. Und deswegen sage ich, ist es doch besser, wenn wir, und so Frau Kollegin Sönmez, ist es im Gesetz vorgesehen, wenn die Interessenvertretungen der Migrantinnen und Migranten, wenn die bei der Einrichtung der Integrationskommission entsprechend gefragt werden und wir damit eine breite Beteiligung sozusagen der Gruppen auch eben entsprechend abbilden. Ich finde, dass das eher ein Fortschritt ist. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung und die der Koalitionsfraktion. Meine Damen und Herren, ich sage dazu, wir werden in jedem Fall bei der nächsten Gelegenheit der Wahl, nämlich gemeinsam mit der Kommunalwahl, wenn das Gesetz so beschlossen werden wird, werden wir zusätzlich in 51 Kommunen, das ist der Stand heute, die Notwendigkeit haben, eine ausländische Vertretung in irgendeiner Form abzubilden. Die Kommunen werden dann entscheiden, ob das mit einer Wahl stattfindet an demselben Tag wie die Kommunalwahl, oder sie werden entscheiden, ob es mit einer Integrationskommission stattfindet. Aber wissen Sie, wichtig ist doch, dass auch in diesen zusätzlich 51 Kommunen ganz sicher ist, dass es eben eine entsprechende Beteiligung, eine entsprechende Teilhabe von dort lebenden Ausländern geben wird. Das steht nämlich hier in unserem Gesetz.
Meine Damen und Herren, es ist mir erlaubt, wenigstens ganz kurz, trotz der anstehenden Mittagspause, wenigstens darauf hinzuweisen, dass wir noch ein paar kommunalrechtliche Änderungen in dem Gesetz vorgesehen haben, die sagen wir mal, nicht übermäßig bedeutend, aber schon im Detail und vor allen Dingen für die Rechtssicherheit in unserem Lande schon von einer gewissen Bedeutung ist. Wir werden die Frage der Anerkennung von kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten nunmehr gesetzlich regeln. Da haben wir bisher bisher Defizite gesehen. Das werden wir nunmehr klarstellen. Ich finde den Gedanken, dass wir das Thema kommunale Zusammenschlüsse von Städten und Gemeinden den freiwilligen Zusammenschluss von Kommunen weiter erleichtern durch die Regelungen, die wir in § 16 und in § 17 uns vorstellen, finde ich ebenso erwähnenswert wie das Thema Verhinderung der Zersplitterung der großen kommunalen Parlamente durch die Fraktionsmindeststärke, die wir hier in § 36a aufgerufen haben. Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir zumindest, weil das rechtlich nicht leicht abbildbar ist, einen Appell im Gesetz drin haben, in § 60 Hessische Gemeindeordnung, dass die örtlichen Geschäftsordnungen, also wieder kommunale Selbstverwaltung, dass wir die Kommunen bitten darum, dass sie in ihren Geschäftsordnungen dafür Sorge tragen, dass die Wahrnehmung von kommunalen Mandaten besser mit Mutterschaft, mit Elternschutz, mit Studium, mit solchen Dingen vereinbar ist. Ich finde, auch das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, den wir in das Gesetz geschrieben haben. Man könnte fast sagen, die digitale Welt müsste selbstverständlich schon Einzug gehalten haben. Wir zeichnen oder ziehen das jetzt nach in § 61 durch die Vereinfachung und Erleichterung von der Gremienarbeit mit digitalen Elementen. Es gibt noch viele weitere Fragen. Eine, die, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, ist die, dass wir Erleichterungen uns vorgenommen haben bei der Frage, bei den Regelungen zum Thema Jahresabschluss und Gesamtabschluss. Herr Richter, das habe ich nicht verstanden, was Sie da vorgetragen haben. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir den Kommunen, den kleinen Kommunen, das Geschäft erleichtern, gerade bei diesen Vorgaben, die das Gesetz richtigerweise zum Thema Jahresabschluss und Gesamtabschluss macht, finde ich ebenfalls wichtig und erwähnenswert. Letzte beiden Punkte, die ich noch ansprechen möchte. Wir haben einen wahlrechtlichen Novellierungsbedarf. Da geht es um die Absenkung der Mindestwohnsitzdauer beim aktiven Wahlrecht und beim passiven Wahlrecht. Wenn wir durch die Regelungen der Mindestwohnsitzdauer für die Wahlberechtigung Leute ausschließen, dann hat das einen Ausfluss auf den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Das ist so nicht mehr, wie wir es im Moment im Gesetz haben, nicht mehr zeitgemäß. Das müssen wir ändern. Das ist ebenfalls aufgenommen worden. Sie sehen also nicht ganz unwichtige, auch HGO-Veränderungen, nicht ganz unwichtige HGO-Veränderungen, die wir dort vorgenommen haben, die wichtig sind für die Arbeit der kommunalen Parlamente in der nächsten Wahlperiode. Deswegen bin ich auch dankbar, dass das Gesetz entsprechend im Dezember eingebracht wurde, damit wir es im ersten Quartal zum Abschluss bringen können. Weil Herr Innenminister, die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Dankeschön, Frau Präsidentin, weil es Geltung haben sollte ab der Kommunalwahl 2021. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften überweisen wir nach erster Lesung ebenfalls nach Aussprache mit dem Antrag von Fraktion der SPD, Stärkung der hessischen Ausländerbeiräte zur weiteren Beratung an den Innenausschuss. Und ich darf Sie jetzt in eine zweistündige Mittagspause entlassen. Das heißt, wir treffen uns um 15:50 Uhr hier wieder, und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.